Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Ich habe mich so ein bisschen abreagiert und wir gehen in die nächste Folge. Wir müssen nämlich das Embargo ein bisschen auflösen. Dafür gehen wir zu dem Kollegen. Die ausrangierte Kommodore. Na los, Jungs, ihr trödelt. Dieses verfluchte Hanf. Lieutenant. Psst. Hi, Sir. Der Commodore befürchtet einen Aufruhr. Seine Befehle lauten, jedes verdammte Piratenschiff im Hafen zu versenken. Heute Nacht. Gegen die Wünsche des Gouverneurs? Das ist ein direkter Befehl, Soldat. Geht auf der gestrandeten Galeone in Stellung und wartet auf die Befehle des Commodores. Ist das klar? Hi, Sir. Der hinterhältige Bastard. Man sollte dem Commodore die Kehle aufschlitzen, bevor er den Befehl erteilt. Denkst du das? Sonst treiben wir bei Tod im Wasser. Na gut, ich töte ihn. Ihr seid des Wahnsinns. Ich will nichts mit dem Mord am Commodore zu tun haben. Er ist ein Mann des Königs. Wir dürfen nichts riskieren. Na los, ich werde auf dich warten. Geht klar, Chef. Ah, Rache. Ihm wird süß sein. Hä? Na gut, verfolgen wir sie wieder. Aber sonst nichts Besseres zu tun. Ich will erforschen gehen. Mädels, komm mal mit. Oh, bleib da. Bleib bei mir. Sir, wir haben Informationen für den Commodore. Es ist sehr dringend. Weiter. Kann ich hier auch einfach durchgehen mit meinen Mädels? Böses Blut zwischen den beiden Rogers und Chamberlain. Wo ist das Problem? Der Commodore hält nicht viel von Zivilisten, glaube ich. Und es geht das Gerücht um, dass Rogers eine Art Jakobiner ist. Oder schlimmer noch, katholisch. Noch katholisch? Oh mein Gott. Da kann ich mir Schlimmeres vorstellen. Ruf die beiden Männer zu uns. Was sind unsere Nebenquests? Wachen aus Anpirschzonen heraustöten. Ach, habe ich schon einen. Gibt es hier welche? Folgt uns und kommt an Bord. Der Commodore hat eine Aufgabe für euch. Hi, Sir. Ach, fuck it. Hold a moment. Nein. Verdammte Axt. Get in my ass. What? That was the where they came from. Ich hörte, wie der Commodore über Rogers schimpfte, ihn Heiden nannte und sonstige Dinge. Warum streiten die beiden denn so? Komm mal her, Dude. Du willst doch nicht den Zorn des Gouverneurs auf dich ziehen. Ist irgendwie komisch. Ja, ich habe eigentlich viel mehr Angst vor dem Commodore. Ein sehr ernster Mann. Kein bisschen Humor. Zu viele. Okay, ich brauche einen Busch. Huch, da war mich ein bisschen zu dran. Ah, ein Busch. Ja, du solltest mal vorbeigucken. So, easy. Ich mach das am besten mal von hier oben. WTF? Oh, shit. So, jetzt kann ich sie sehen. Perfekt. Da muss ich mir auch keine Gedanken machen. Wo laufen die hin? Oh, ich sehe schon. Ja, meine Kleine. Alleine bringst du mir nicht viel. Geht in Position und bereitet euch auf die Befehle des Commodore vor. Soll ich jetzt ernsthaft darunter? Das Wasser springen bringt wohl nichts, wa? Shit. Stehen bleiben. YOLO! Ich lebe noch.
I'll make short work of you. Ouch. Scheiße, Mann. Krieg das hin. Ah, die sind immer noch da. Fuck it. Okay, 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 okay. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott, habe ich irgendwelche Pfeile? Leer. Ups. Ich soll ihn töten. Okay, ich habe keine Pfeile, aber ich habe hier eine Menge Leichen. Irgendwer wird was dabei haben. Ja, ja, Upgrades vorhanden. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich habe gerade zu tun. Gib mir doch was anderes als Geld. Rauchbomben. Naja, gut. Immerhin. Keine Pfeile. Ist das euer Ernst? Na komm, du hast bestimmt Pfeile dabei, ne? Auch nicht. Kann ich aufs Zelt? Verdammt. Aha. Komm schon, einer von euch. Ach Mann. Irgendwas. Rauchbomben. Ich habe ein Schlafpfeil. Okay, ich habe ein Schlafpfeil. Mehr habe ich nicht zur Verfügung. Machen wir das Beste draus. Aber ich habe ein paar Rauchbomben. Oh je. Oh Gott, das war knapp. Bewegen die sich? Also einer dürfte oben sein. Du hast nichts gesehen. Ach verdammt. Komm, solange du alleine bist, habe ich kein Problem damit. Keiner gesehen, dass ich die Leute abschlachte. Definitiv nicht. Nein, 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 nein. Der Gouverneur versprach Straffreiheit, Kommodore. Bedeutet das Wort eines Mannes denn gar nichts mehr? Hat die Syphilis dich benebelt? Wozu einen solchen Abschaum beschützen? Ihr seid Parasiten und lebt von der Arbeit ehrlicher Männer. Genau wie King George, was das angeht. Zeig Respekt, Bauer. Du magst mich zwar töten, doch damit hast du deine Lage kein Deut verbessert. Gibt es einen Grund, weiter zu reden? Wenn dieser Heide nicht wäre, Governor Rogers, ich hätte dich am eigenen Mast aufgeknüpft. Wurm. Euch alle. Oh. Oh. Ja klar, in ihren Augen sind sie die Guten. So. Rache. Huch, das Schiff ist irgendwie plötzlich besetzt. Ich gehe mal runter. So, unser nächstes Ziel ist, what the fuck? Am
Oh, guck mal, wer da ist. Ein Kurier und der flieht schon. Er flieht. Wie kannst du es wagen? Wo willst du hin, Dude? So. Die Pfeile nehme ich dankend an. Das Schöne ist, wenn wir ihn ausgeraubt haben, steht er gleich wieder auf. Aber ich bin voll. Sehr schön. Mehr wollte ich gar nicht. So, wir haben unser Ziel erreicht. Hier wird die Nacht- und Nebelaktion jetzt starten. Bin gespannt. Der Kommodore ist tot. Alle bereit? Beinahe. Wir haben ein Problem mit der Galeone und ein paar Dutzend Pech und Schwefel. Willst du Rauchzeichen geben, du Laus? Du sitzt auf genug Schwarzpulver, um New Providence von den Klippen zu sprengen. Lass mich los, Mann. Ist schon recht. Ich wollte sagen, ein Trupp Rotröcke hat unsere Galeone besetzt. Wir müssen sie ausschalten, um mit ihren Kanonen die Blockade zu brechen. Das auch noch. Bleib beim Feuerschiff, Captain. Es darf nicht sinken. Oh, wir sollen sie auch noch angreifen. Feuer! Ups. Am Ziel vorbei! Ich wollte gar nichts treffen. Bereit zu feuern, Sir! Das ist gut. So, wir sind also zu zweit unterwegs. Sieh mal, die Briten haben was gemerkt. Wir haben den Captain gehört. Los! Okay. Gar kein Problem. Oh, da ist ein großes Schiff, ich sehe schon. Ja, kommt in meine Nähe. Feuer! Da ist ihre ein Schwachstelle! Bereit zu feuern! Feuer! Ich glaube nicht, dass ich sie treffe. Sondern sie fahren direkt rein. Nicht nee. Als Salzwasser! Okay, ich darf meine Freunde nicht treffen. Feuer! Feuer! Genau da rein! Feuer! Schwimmen, hä? Feuer! Schieß dahin, Sir! Kann ich die nicht einfach damit ausschalten? Das wird sie versenken! Feuer! Feuer! Da ist ihre Schwachstelle! Okay. Geht noch der Rest hoch? Ist ein bisschen angefixt da hinten. Schieß dahin, Sir! Feuer! Runter auf den Grund! Immer im Kreis fahren, Freunde. Das ist mein Plan. Es darf nicht sinken. Ich hab mein Schiff angegriffen. Das ist vielleicht ein bisschen suboptimal gewesen. Feuer! Schieß dahin, Sir! Aufstellung, ihr Magen! Na, ich glaub, da kommt was Großes. Was ist das denn? Ach du Scheiße. Schick dich! Mehr als einen Gegner treffen, Sir! Ja, das ist mir bewusst. Feuer! Lass sie dort, Sir! Das wird sie versenken! Feuer! Viel Leben hat die Royal Phoenix nicht mehr, ne? Ist ein bisschen suboptimal, du. Feuer! Feuer, Captain! Nein! Nein, komm schon! Gebt den Wind ab! Feuer! Feindliches Feuer! Macht schon! Das freie Schiff darf nicht sinken. Es ist unser Ass. Ist das dein Ernst? Alle an Deck! Schieß dahin, Sir! So, du musst auch leiden, Kleiner! Da ist ihre Schwachstelle! Feuer! Sie stehen am Tor zur Hölle! Feindliches Feuer! Getroffen, Sir! Wo ist mein Schiff? Zieht euch! Feuer! Achso, das war meine Boot. Das Schiff explodiert bald! Pass auf, Captain! So, noch ein bisschen Beute. Haben wir es geschafft? Können immer aufhören, mich zu verfolgen? Nimm den Mörser, bleib. Wir sind durch. Nun weg von der Flotte und wir haben es geschafft. Der Blockade entkommen, aber wohin? Verdammte Royal Navy! Nur das eine Schiff, Captain! Ah. Feindliches Kriegsschiff auf Abfangkurs. Sieht wie eine Fregatte ab.
Oh shit, oh shit. Ich fahre auch noch voll rein. Duckt euch! Sehr schön. Sorry. Ach du Scheiße, die nehmen kaum Schaden. Wir verkraften keinen Treffer mehr. Wir müssen fliehen. Flieh! Flieh! Oh Gott, nein. Ausweichen! Ausweichen! Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Nein! Oh! Oh. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Komm schon, überleb es. Wir haben es gleich geschafft. Das Feuerschiff hat einen Scheiß gebracht. So ein Gemetzel. Brennt, ihr Bastarde! Yeah! Schiebt euch euer Pardon wohin, Governor! Tanzen herum, als hätten sie Beute gemacht. Ja gut, ein Schiff mit Hilfe von Fässern versenken, ja, also scheiß drauf. Also bei den Schiffmissionen, gebe ich meistens scheiß drauf. Meistens. Aber ich glaube, wir sind jetzt frei. Kann ich wieder überall hingehen, wo ich hin will? Great Inagua. Oh, die Frau. Toll. Ahoi, Kid. Hast was verpasst. Ei. Schade, das mit Nassau. Und Blackbeards feiger Abgang. Oh, wir kümmern uns um Thatch. Wayne ist zu ihm gefahren und ich fahre bald hinterher. Mehr ist nicht übrig von deiner versuchten Demokratie? Ei. Wir tun hier, was wir wollen und wir lassen uns Zeit dabei. Meine Güte, Edward. Lockt dich denn nur noch der Gestank von Reichtum aus der Reserve? Was ist denn in dich gefahren? Wirklichkeit, Freund. Wirklichkeit. Pass auf, dass er dich nicht zum Trinker macht, die versoffene Ratte. Hey. Ich lebe schon länger als die meisten, die diesen Weg gingen. Okay. Wir sind auf unserer gesicherten Insel. Kann ich wieder schnell reisen? Ja, es geht wieder. Yeah, baby. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich in der Folge hier wieder. Allerdings habe ich da ein bisschen mehr erkundet. Bis dann. So, Freunde, da sind wir wieder. Ich habe fröhlich vor mich hingesammelt. Ich habe auch ein paar Flotten rausgeschickt, um ein bisschen Geld zu farmen. Und ihr seht, ich habe 50.000 Ocken. Damit kann man einiges anrichten. Ich wusste jetzt nicht, wo wir zuletzt waren, wo wir stehen geblieben sind. Allerdings kann ich euch die Karte zeigen. Sie sieht nämlich jetzt schon um einiges besser aus. Wie ihr seht, alles eingesammelt. Überall, wo gelb ist, habe ich alles komplett abgesammelt, eingesammelt. Und ja, das hat echt lang gedauert und ich hatte sehr viel Zeit zum Nachdenken. Und da sind mir ein paar Ideen zu meinem Kanal gekommen. Die möchte ich euch gerne dann am morgigen Tage vorstellen, weil diese Folge ist ja nicht mehr so lange. Ich möchte mit euch einmal ganz kurz heute zu unserer Insel, wenn ich jetzt nochmal wüsste, wo sie war. War das unsere Insel? Nein, nein, nein. Wie? Oh, da gab es auch noch Sachen. Oh, hab ich gar nicht gesehen. Wieso ist die grün? Achso, weil es meine sind, ne? Ja, weil es meine sind, ich verstehe. Ah, okay, gut. Dann weiß ich, wo ich gleich hingehen werde. Ich glaube, das war unsere Insel, ne? Ja, das war unsere Insel. Was ist das denn? Nein, das ist die Wüste. Ich bin blind, Freunde, ich bin blind. Egal. Es gibt noch ein bisschen was zu tun, wie ihr seht. Wir haben auch viele Fragezeichen. Ich habe mir überlegt, bevor ich jetzt wirklich alles komplett einsammle,
habe ich erstmal darauf verzichtet, mit dem Schiff zu fahren, weil ich sonst wahrscheinlich neue Inseln entdeckt hätte und die möchte ich ja mit euch entdecken. Das heißt, ich werde da erst die Sachen einsammeln, wenn wir sie selbst entdeckt haben. Und wir gehen erstmal Sachen kaufen. Ja, das war gerade laut auf meinen Ohren. So, wir kaufen Updates. Oh. Ja, naja, gut, die Ressourcen. Ich habe nicht an die Ressourcen gedacht. Aber wir können die Breitzeitenkanonen ausrüsten. Die sind ganz wichtig. Ja. Okay, das war's schon. Das war ein kurzes Abenteuer. Verstärkte Jagdkanonen. Brauchen wir die unbedingt? Für den Rammstoß, zack, oder Rammsporn. Ja, das ist 12.000 halt. Ich bin gleich wieder arm. Ich habe gedacht, ich kann mir jetzt alles Mögliche leisten, aber ich bin gleich wieder arm. Weißt du was? Die Dinger benutze ich so selten. Da verzichte ich jetzt mal drauf. Mörser habe ich in letzter Zeit gerne benutzt. Muss sagen, macht Spaß. Und oh, die Ressourcen. Was ist denn das? Rum? Soll ich da rumholen? Ist das Schwarzpulver? Freunde, ihr wollt mir ja mal gerne Tipps geben. Was zum Teufel ist dieses rote Ding? Das wäre echt nett. So schwere Kugeln, die ich noch nicht eingesetzt habe, weil ich noch nicht weiß wie. Gerne könnt ihr mir das nochmal reinschreiben. Ich glaube, einer von euch hat es schon mal reingeschrieben, aber ich habe es schon wieder vergessen. Der Punkt ist, ich kann mir solche Sachen einfach nicht merken. Ich muss die benutzen, ich muss sie einsetzen. Dann weiß ich, wie es funktioniert. Das war damals schon bei Halo so. Wenn mich jemand gefragt hat, hey, weißt du, wie man Granaten wirft? Ich wusste es nicht. Ich wusste es aus dem Kopf heraus nicht. Obwohl ich ein Halo-Profi bin, wusste ich es nicht. Ich habe es in meinen Fingern. Und so ist das auch bei solchen Spielen. Wenn ich jetzt die Waffe wechseln oder so, ich kann jetzt nicht genau sagen, wie das funktioniert mit dem Controller. Ich habe es einfach in den Fingern. Ich tue es einfach. So, Feuerfässer, ja, benutzen wir die eigentlich? Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, ob wir sowas überhaupt brauchen, aber hey, das ist billig. Alles fürs Billiges nehme ich gerne. Und wir brauchen sowieso Kugeln. So, Mörser. Wieso nicht? Kann man machen. Ich bin gleich arm. Ich bin gleich richtig arm. Mannschaftsquartiere. Oh. Wieso nicht? Frachtraum. Ja, klar. Mehr Beute. Mehr Beute ist immer gut. Und ich bin arm, ne? Ja, 10.000. Was zum Teufel? Ein Ruderboot, das eine Menge Angriffe von Beutetieren wegstecken kann. Hä? Wieso brauche ich so einen Scheiß? Ach so. Ach, so fange ich Wale. Ah, da hatte ich jetzt vor kurzem erst gefragt. Ich habe es mir noch nicht durchgelesen. Ich habe gefragt, wie man Wale jagt. Und ich habe es mir noch nicht durchgelesen. Es war, glaube ich, von der Stunde habe ich gefragt oder so. Dann habe ich erstmal weitergesammelt. Und ich glaube, das werde ich auch nochmal machen. Denn ich möchte mit euch auf Walfang gehen, mindestens einmal, damit wir wissen, wie das Ganze funktioniert. Ihr sollt ja auch dabei sein. Nur solche kleinen Sachen werden auf Dauer schnell langweilig für Zuschauer. Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, weil es halt immer dasselbe ist. Deswegen habe ich auch diese Assassinenaufträge selbst gemacht. Es wird wirklich irgendwann eintönig. Weil für mich als Spieler, der das ja jetzt gerade interaktiv spielt, der kann schleichen, der kann dies und das machen. Aber für euch ist es einfach nur, ich renne hin, puste ihm quasi einen Pfeil in den Nacken und dann gehe ich wieder. Ja, toll ist was anderes. So, ich wollte. Ach! Verdammte Scheiße. Nein, jetzt weiß ich, was ich mit dem Geld machen wollte. Oh Gott. Oh nein, Zero, das hast du nicht getan. All mein Geld ausgegeben. Nein, da ist der Laden, wo ich hin wollte eigentlich. Da wollte ich eigentlich ein bisschen Geld mit ausgeben. Ich wollte neue Schwerter kaufen. Ich wollte neue Schwerter für uns kaufen. Jetzt habe ich nur noch 6.000. Und die ich kaufen möchte, kosten... Hey, 6.500. Ja, weil die anderen kann ich mir... Obwohl, eigentlich... Ach, verdammt, gar nicht. Gar nicht wahr. Ich meine, das ist schon nicht schlecht. Schaden 3, Geschwindigkeit 3, alles 3. Aber mit Schaden 5, Freunde. Ach, Schaden 5, oh, das wäre so... Und was hab ich? Offizierskurzschwerter. Oh. Das heißt, ich muss noch ein bisschen sparen. Ich will diese 10.000 haben. Ich meine, Geschwindigkeit brauchen wir nicht. Das wissen wir alle. Ich brauche eigentlich nur Schaden.
Weil im Endeffekt schlage ich ja nicht zu, ich kontere nur. Allerdings bei diesen fetten Typen, die drehe ich ja um und dann schlage ich sie. Da wäre es mir viel lieber, wenn sie mit einem Schlag direkt umkippen. Gut, wir haben unser nächstes Ziel. Ich werde es wahrscheinlich nicht dieses Mal bekommen. Aber naja. Gut, das war es eigentlich schon, was ich mit euch machen wollte. Und dann werde ich gleich mal die nächste Folge aufnehmen und werde sozusagen ankündigen, was ich vorhabe mit Assassin's Creed. Aber es wird euch gefallen, Freunde. Es wird euch gefallen. Macht euch da keine Sorgen. Nicht nur mit Assassin's Creed, sondern allgemein. Das, was ich vorhabe jetzt für das Jahr 2017 einzubringen. Ja. Das war es eigentlich schon. Was ich noch sagen wollte ist, die Erkundungsfolge werden wir dann irgendwann in der kommenden Woche machen, wahrscheinlich um 20 Uhr. Also das Erkunden von Abstergo. Ein paar Nachrichten lesen. Also wenn ihr jetzt auf Action steht, dann sollte euch diese Folge nicht interessieren. Wollt ihr ein bisschen Hintergrundstory haben von Assassin's Creed Black Flag, dann solltet ihr dann auf jeden Fall einschalten. Freunde, wenn euch die Folge gefallen hat, dann drückt mir einen Daumen nach oben. Das freut mich und das supportet sogar meinen Channel. Zwei Sachen, die wirklich awesome sind. Tut es. Dankeschön. Haut rein. Euer Zero. Tschüss.